In diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem DynaRider Passwortgenerator deine Passwörter verwalten kannst. Dazu musst du den DynaRider Passwortgenerator installieren. Öffne den Passwort-Safe und lege erstmal ein paar Passwörter fest. Hier musst du den Verschlüsselungskey angeben. Das ist der Key, mit dem deine Passwörter auf der Festplatte verschlüsselt werden. Den solltest du dir merken. Als nächstes legst du dein Masterpasswort fest. Das ist das Passwort, mit dem du dich immer einloggen wirst. Das solltest du dir auch merken. Hier nochmal ein Hinweis. Und das war's auch schon. Gib dein Passwort ein. Bestätige mit Enter und du bist im Passwort safe. Aktuell sind noch keine Datenbanken vorhanden. Deshalb erstellen wir jetzt eine. Du benennst die, je nachdem, und nun findest du die Datenbank oben in der Liste. Erstelle nun ein neues Passwort, indem du auf das Plus klickst. Diese Seite ist sehr, sehr erklärend und kann vollständig oder auch nur teilweise ausgefüllt werden. Kann ein Kommentar hinzugefügt werden. Und hier wird das Passwort, das gespeichert werden soll, eingegeben oder kann direkt generiert werden. Im Passwortlab, also hier, kann man die Passwörter genauer definieren, Länge, Sonderzeichen und so weiter einstellen. Das Passwort wird jetzt gespeichert. Es ist jetzt in der Liste, aber nicht im Klartext vorhanden. Das heißt, dieser Text ist nicht das originale Passwort. Es ist verschlüsselt. Erst wenn wir hier dieses Häkchen aktivieren, sehen wir das Passwort im Klartext. Um sich jetzt auf einer Internetseite einzuloggen, brauchst du nur auf diesen Copy-Button zu klicken und der Text wurde in deine Zwischenablage kopiert. Machen wir jetzt am Beispiel Mozilla. Hier fügt man einfach den kopierten Text ein und über diese Quick-Leiste kann man gleich sofort die Passwörter kopieren oder weitere Inhalte wie die Internetseite, den Benutzernamen und gleichzeitig auch die Zwischenablage löschen, damit dieses Passwort nicht mehr dort gespeichert ist. Einfach auf Sign-in klicken. Fertig.